So, nochmal hallo. Ich möchte heute mal so ein weitermachen mit P5JS. Also das ist diese Visualisierungsbibliothek für JavaScript. Das hat man ja auch schon mal in einem Video. Und jetzt wollte ich da einfach mal konkret was visualisieren, mal was zeigen, was jetzt umfangreichere Daten sind und vor allem den Begriff dieses Mappings erklären, also das visuelle Mapping. Das ist im Prinzip, wie man von den Daten auf den Screen eben kommt, sozusagen. Ne? Genau. Ja, da habe ich jetzt einen Beispieldatensatz. Ich habe da noch einen anderen zum Üben, aber das ist jetzt der, den Sie im Prinzip jetzt hier vorgestellt bekommen. Und zwar. Das sind jetzt Postleitzahlen in Deutschland. Ja? Genau. Das heißt, Sie haben hier Postleitzahlen. Sie haben dann einen Place Name, also das ist hier einfach das Land, die Stadt. Ja? Und in welchem Bundesland ist die? Dann gibt es hier noch eine Bezeichnung, Landesbezeichnung. Oder hier diese Abkürzung, das heißt, das ist die Landesabkürzung dann, zu welcher Stadt das dann gehört. Also das ist hier auch klar, dass Cottbus zu Cottbus Stadt gehört, zum Beispiel. Und das sind aber im Prinzip die Landkreise, würde ich jetzt mal sagen. Das heißt hier, dass hier Kemmen, das liegt in Oberspreewald, Lausitz zum Beispiel. Ja, genau. Und dann habe ich noch eine Ortsangabe, also Latitude und Longitude. Und das sind eben die Längen- und Breitengrade auf der Karte. Ja. Das heißt, das ist so ein Latitude, Longitude, da muss man mal auch das kann man sicher mal einfach mal bei Wikipedia nachschauen, was das bedeutet. Und das sieht man schon auch, dass das eben Latitude ist jetzt der Breitengrad und Longitude ist der Längengrad. Ja. Und wenn sich die beiden überschneiden, habe ich dann eben auf der Kugel eben genau eben eine Position. Ja. Und das sind wirklich Gradangaben. Also man sieht hier bei 45 Grad, das ist eben hier so schräg, da schneidet es eben den Breitengrad eben an der Stelle. Ja. Genau, 90 ist dann eben Nordpol. Und das geht dann eben. Da gibt es nördlich und südlich. Ja. Und dann gibt es von 0 bis 180 eben nach links und rechts. Und das ist normalerweise halt so, dass es dann von Minus bis Plus geht. Ja. Genau. Also dann gibt es hier noch 0,0, das ist eben hier auch festgelegt als 0 am Äquator und jetzt der Breitengrad und der Längengrad, das ist dann eben in Greenwich normalerweise. Das ist eigentlich genau das, was man so hat, genau. Und das Problem ist jetzt natürlich irgendwie, ich möchte es jetzt irgendwie darstellen. Auf meiner Visualisierung. Also ich möchte es jetzt irgendwie visualisieren und dazu muss ich das irgendwie transformieren. Das heißt in meinen Screen Space, also ich habe ja normalerweise eben eine runde Erde, aber ich habe ja der Bildschirm, der ist ja im Prinzip auf jeden Fall flach. Ne? Das heißt, da gibt es zwei Achsen, X und Y.
jetzt muss ich diese Winkel irgendwie mappen. Ja, das heißt, ich muss irgendwie was finden, eine Möglichkeit, dass ich sage, ich projiziere das in diesen Screen Space hinein. Ja, und da gibt es dieses, den Begriff des Mappings. Und das möchte dann vielleicht auch mal kurz nochmal zeigen. Da gibt es nämlich auch in P5 gibt es dann auch extra sogar eine Methode, die heißt Map. Und das kann man hier ganz gut sehen, wie das funktioniert. Also da diese Referenz bei P5JS, die ist ja echt sehr gut. Und da kann ich zum Beispiel auch direkt einmal interaktiv erfahren, was das bedeutet. Ja. Wenn wir jetzt den ersten Code hier anschauen, das hier, das ist ja so, da habe ich einen Wert und dann bekomme ich diese Map-Function, die liefert mir quasi einen Rückgabewert und ich gebe da diesen Wert rein und dann sage ich eben Start, Stopp und eben die Projektion, die Größe der Projektion. Also das sieht man vielleicht hier besser. Da habe ich im Prinzip Start ist Maus X, also das heißt die Position auf dem Screen. Und normalerweise geht es eben von 0 bis Width, also das ist im Prinzip von 0 bis 100 hier in dem Fall. Und dann will ich das aber mappen auf einen Bereich, der von 25 Pixel bis 75 Pixel geht. Ja. Und das erste, was ich hier, die erste Ellipse, die gezeichnet wird, ist eben diese gemappte und die zweite ist quasi die, wie es im Original wäre. Ne. Und das sieht man auch, dass die untere eben komplett den ganzen Bereich abdeckt und die andere aber nur von 25 bis 75 in dem Bereich sich befindet. Das heißt, das ist irgendeine Projektion, eine Skalierung und die Syntax ist eben jetzt hier auch so, dass man sagt Value, Start 1, Stop 1, das ist der, also Start 1 ist der Lower Bound, also das heißt von dem Wert, den ich reingebe, der untere, also das, der untere Bereich, in dem sich der Wert befinden kann, und Stopp 1, der obere Bereich, in dem sich der Wert befinden kann. Und quasi der Zielraum, den gebe ich dann mit Start 2, Stopp 2 an. Und dann kann ich noch sagen, ob ich den Wert beschränken will auf die, also auf die, in den Wert, den ich eben da reingebe. Genau. Wie gesagt, das Interessante ist eben, dass es diese Funktion einfach schon mal gibt. Die muss ich quasi nicht schreiben. Ne? Ich könnte die quasi auch per Skript mir selber schreiben. Die würde dann, also ich habe das aus der Original Processing Datei mal rausgenommen. Das sieht dann im Prinzip so aus. Das ist quasi diese Map-Funktion in Java jetzt, wird man so schreiben. Also in JavaScript würde ich jetzt hier Function schreiben. Und dann könnte ich diese Float würde ich rausnehmen. Also das wäre quasi die JavaScript-Version halt ohne diese. So. Genau. Das heißt, hier wird der Wert rein, Start, Eingang, Start, Eingang, Stopp, Ausgang, Start, Ausgang, Stopp. Und dann würde ich das eben so ausrechnen. Also, es beginnt natürlich immer bei Ausgang, Start. Ne? Das ist ja das, was schon mal fest ist. Und dann sage ich eben Ausgang Stopp minus Start, das ist im Prinzip das der Range und den multipliziere ich jetzt mit dem Delta von dem
dem Wert und da ziehe ich natürlich den Start ab. Ne? Das heißt, das ist da, wo sich der Wert befindet und dann teile ich das durch diese den kompletten Eingangsrange und weil ich das ja dann multipliziere, befindet sich das auf dem neuen. Also ist vielleicht ein bisschen, ja, muss man sich einfach nochmal genau anschauen. Ich weiß nicht, ob man das so einfach so erklären kann. Ich kann es ja mal irgendwie vielleicht auch, also hier sieht man es eigentlich ganz gut. Also da muss man eigentlich nicht mehr dazu sagen, wie das funktioniert. Man könnte es ja mal, ich könnte mal versuchen, dass ihr das irgendwo mal kurz zeichne vielleicht, dann sieht man das auch, wie das funktioniert. Damit man da mal vielleicht eine Illustration dazu hat. Ich mache jetzt dazu den Code noch auf. Also das ist im Prinzip so. Genau, machen wir es mal ein bisschen kleiner, das Ganze, dann kann man das hier irgendwie mal sehen. Okay, also. Dann machen wir einfach mal, ich nehme jetzt hier mal einfach einen Pinsel. Genau. Also, im Prinzip habe ich Folgendes. Ich habe hier einen Range und so, na, das heißt, der Wert, der ist hier irgendwo, na, das heißt, das ist jetzt ein bisschen unschön, aber kann man schon erkennen, der Wert, der wäre quasi hier drinnen, machen wir mal hier vielleicht irgendwie eine Farbe dazu. Also da ist der Wert. Und hier, da wäre eben jetzt dieses E-Start, E-Stop. Ja, das sind die hier. Und hier ist O-Start, O-Stop. Und dann wird das hier so projiziert, eben dass das dann irgendwo genau das Verhältnis ist, das da oben ist, das soll dann da unten auch sein. Ne? Und natürlich habe ich dann außenrum irgendwie halt dann, das fängt halt hier irgendwo an. Ne? Das heißt, so. Und was ich eben als erstes mache, ist eben jetzt, dass ich sage, der Outstart, das ist dann das hier. Ne? Das heißt, was ich als erstes mache, das ist dann hier das da, das Outstart, das ist im Prinzip, das brauche ich ja immer. Das ist hier im Prinzip der Bereich hier. Ne? Der. Und dann sage ich O Stop minus O Start, also das ist dann der, mal eine andere Farbe nochmal nehmen, der Bereich hier, das ist jetzt in Weiß, ist schlecht, das habe ich da jetzt Weiß genommen, so jetzt aber. Der Bereich hier. Das ist der, den ich dann hier nehme, O-Stop minus O-Start. Und dann multipliziere ich den mit dem Bereich hier, Value minus E-Start. Das heißt hier, das ist diese Skalierung. Das heißt, das Rote wird drauf addiert und das da wird dann hier skaliert. Und dann wird das natürlich noch geteilt, damit ich das Verhältnis habe zu diesem E-Stop minus E-Start, das ist das Delta quasi. Ne? Das ist die, das eine ist
der Bereich, der ganze und das andere ist der. Na, da habe ich das Verhältnis, dann multipliziere ich das mit dem unteren und dann habe ich den Bereich und dann addiere ich das noch drauf und dann ist das genau da. Ne? Also so funktioniert das eigentlich jetzt. Ich hoffe, das kann man jetzt sich das jetzt einigermaßen vorstellen. Auf jeden Fall, genau, wäre das quasi diese Formel und die muss ich mir dann halt Gott sei Dank eben jetzt in P5 oder auch im Processing eben nicht merken, weil ich das einfach quasi dann schon als Mapping zur Verfügung habe und kann es dann eben verwenden, um irgendwelche Werte auf irgendwelche anderen Dinge abzubilden. Ja, also das ist im Prinzip so eine Abbildung. Und das ist vielleicht auch noch wichtig, dass man jetzt nicht unbedingt nur Längen projizieren kann, sondern alles Mögliche. Ne? Das heißt, ich kann irgendwelche Eingangswerte nehmen, wie zum Beispiel Breiten- und Längengraden und gerade und kann die dann auf den Screen Space zum Beispiel mappen. Ne? Das kann ich dann quasi einfach ohne Probleme machen. Ich könnte auch andere Sachen mappen. Ne? Ich könnte zum Beispiel auch irgendwelche Werte auf Farben abbilden oder so. Ne? Das heißt, das ist dieser Visual Mapping Prozess, den ich ja in diesem Referenzmodell ja auch schon öfters erwähnt habe. Und genau, das heißt, ich könnte jetzt diese einfach mal diese Breiten- und Längengrade nehmen und die alle mal abbilden auf den Screen Space. Ja. Das kann ich dann mal gleich mal zeigen, wie, was da passiert. Der Datensatz ist übrigens auch, ja, vielleicht einmal so gar nicht verfügbar. Ne? Ich habe da, wie gesagt, auch sehr viele Daten miteinander kombiniert, um den so zu kriegen. Der ist quasi so zum Großteil handgemacht. Und weil normalerweise, ich habe gesehen, solche Datensätze werden auch verkauft. Ne? Das heißt, die wird man dann irgendwo auch kaufen können. Also das heißt, das ist oft einmal auch eine wertvolle Sache, so ein Datensatz. Ja? Weil natürlich diese Daten, ja, da hat sich einer Arbeit gemacht damit, ne, und die kann man ja für alles Mögliche nehmen. Ne. Jetzt, ich denke mal, gerade wenn einer irgendwelche Analysen macht Richtung, was weiß ich, auch Marketing oder so, dann sind solche Dinge, denke ich, schon relativ interessant und wichtig. Und das sind quasi alle, ja, Städte in Deutschland, die es jetzt so gibt und halt irgendwelche auch Gemeinden und so weiter, ne? Das ist hier alles drinnen, also das zum Beispiel auch, wenn jetzt hier, ich wohne ja nicht in, irgendwo in einer Stadt, aber da finde ich dann die Sachen auch, also die kleineren Orte sind da auch, die Dörfer und so und die Marktgemeinden und so weiter sind da auch alle vertreten, ja, genau, das sind quasi alle Postleitzahlen und eben interessanterweise die Breiten und die Längen gerade. Und ja, man kann natürlich da noch mehr machen. Man könnte jetzt einfach mal Punkte zeichnen an den Orten und man könnte aber auch da noch sowas machen wie die Farben zuordnen, ja? Zu zum Beispiel Postleitzahlen oder so, ne? Oder irgendwelchen anderen Dingen, ne? Auch über das Mapping. Und ich kann ja mal gleich das Ergebnis dann zeigen, was dann hier rauskommt. Genau, da haben wir hier diese Städtevisualisierung und es sieht dann im Prinzip so aus. Ne? Das heißt, das sind alle Orte eben projiziert auf den Screen Space und man sieht da ja schon ganz schön, dass erstens mal sich der Umriss ergibt von dem ganzen Land. Ne? Weil eben überall ein Punkt ist, wo eine Gemeinde ist. Und das sieht man auch, weil ja dann Deutschland doch sehr dicht besiedelt ist, dass man dann dadurch eben auch wirklich die Grenzen auch dann schon erkennen kann und die eben das Land selber dann, ja, genau. Interessant ist auch, da fallen natürlich jetzt verschiedene andere Sachen ein, die ganz interessant sind.
Das eine ist, man sieht mal, wie dicht besiedelt irgendwas ist. Und da sieht man schon auch, dass in den Bereichen hier, zum Beispiel hier um München, da sieht man die einzelnen Gemeinden. Ich habe das noch so gemacht, dass man hier noch mit der Maus drüber gehen kann und dann die einzelnen Orte eben sieht. Das ist hier alles, sind irgendwelche Stadtteile von München. Und hier, da haben wir hier zum Beispiel den Bereich Nürnberg, Fürth, Erlangen. Hier, das sieht man auch bei uns in Bayern, dass da relativ dicht besiedelt ist. Dann gibt es hier Berlin natürlich als jetzt Ballungsraum auch. Es gibt hier noch so das Ruhrgebiet, das sieht man auch, dass das sehr stark besiedelt ist, da Richtung Hamburg. Und auch hier, dass man sieht, Baden-Württemberg ist ja auch sehr stark besiedelt. Und überhaupt ist so der südliche Bereich, der süddeutsche Bereich, eigentlich sehr dicht. Und hier, wo es am dünnsten ist, ist halt hier dann irgendwie da oben, so Richtung eben auch in Brandenburg. Da ist jetzt gar nicht so viel los, ne, außen um Berlin rum. Das kann man da auch ganz schön sehen. Und wenn man jetzt die Postleitzahlenbereiche noch irgendwie visualisiert, dann sieht man auch schon gleich, dass es da noch irgendwelche farblichen Trennungen gibt, wo man dann auch schon zum Teil die Bundesländer erkennen kann. Aber auch nicht direkt, ne, weil die Postleitzahlen ja doch irgendwo nicht unbedingt eins zu eins den, was weiß ich, Bundesländern oder den Regierungsbezirken entsprechen. Genau, und ja, das ist halt jetzt einmal einfacher, denke ich mal, ganz interessante Sache. Was ich da eben spannend finde, ist, dass ich ja eigentlich nur diese Daten habe. Also ich habe ja nur diese nichts anderes gemacht als diese Längen und Breiten gerade eben gemappt in diese auf den Screen. Also mehr ist das eigentlich nicht. Und man sieht da doch, dass da relativ interessante Sachen mit wenigen Daten eigentlich auch schon entstehen können. Ne? Genau. Und jetzt kann ich mal einfach kurz durch den Code gehen. Also ich habe ja hier, wie gesagt, diese Tabelle einfach. Hinten dran sind eben diese Breiten und Längen gerade. Die fängt jetzt einfach an, ganz simpel wieder mit so einer HTML-Skelett-Datei sozusagen. Ja, da ist auch wieder nichts anderes drin wie jetzt einfach Title und dann dieses P5, die Bibliothek und dann mein Skript dazu und dieses Skript selber, das ist dann hier zu sehen. Und das können wir jetzt einfach mal ja auch durchgehen, was ich da mache. Ich kann ja auch mal mir das dann noch ein bisschen mit auflegen dazu. Ja, und was sieht man da jetzt hier? Also ich habe natürlich am Anfang eine Tabelle. Das ist auch klar, dass ich da natürlich die Tabelle zuerst laden muss. Also man sieht hier diese Variable, das sind ein paar so globale Variablen. Und diese Table, die lade ich eben hier mit Load Table einfach in meine Variable und habe die dann eben als Tabellenobjekt zur Verfügung dann auch. Ja, genau. Ich habe jetzt hier noch einfach ein paar so Convenience-Variablen, wo ich dann einfach sage, okay, da kann ich irgendwas schön eben wie mir merken, wie Anzahl Zeilen. Auch sowas wie Minimum- und Maximumwerte. Ne? Das ist immer das, was ich als erstes vielleicht machen kann, ist, dass ich mir solche Werte rausziehe. Also Postleitzahlen, Minimum, Postleitzahlen, Maximum. Minimum- und Maximum Breiten- und Längengrad. Und zwar deswegen, damit ich eben ja, eben das Mapping überhaupt durchführen kann. Ja, das brauche ich ja auch. Also das heißt, ich muss einmal durch den Datensatz durch und muss mir wieder die Minimum- und Maximum-Werte rausrechnen. Dann habe ich noch sowas wie, wenn ich das verändere von der Größe her, dann verkleinert sich das eben auch mit. Ja, das kann ich auch machen, dass ich sage, okay, das Ganze
Window resized, das heißt, wenn ich das Fenster die Größe ändere, dann soll sich das nochmal anpassen, das Ganze. Genau, und dann habe ich eben diese Bereiche Preload und Setup. Und bei Setup mache ich eben genau das, was ich schon erzählt habe, dass ich eben einfach mal diese Sachen hier raus schreibe in die Variablen. Ne? Anzahl Zeilen ist einfach Table get row count, ist auch klar. Ich habe da noch einen anderen Farbrahmen, also ich nehme jetzt hier nicht RGB, sondern HSB. Das ist eben Farbe, Sättigung und Helligkeit. Und da kann ich auch angeben, was das Ganze hier für quasi die Einheit, die Größe, kann ich sagen, das ist dann quasi von 0 bis 1000 gehen da meine Werte, damit ich eben einfach glatte Werte habe. Und dann habe ich jetzt einfach mal so einen Bereich. Das Ganze, also 0,75 ist jetzt hier so eine Skalierung. Das ist einfach die Canvas Height. Und die Breite ist eben 3/4 davon. Das ist einfach die Aufteilung, damit ich das sehe. Das kann ich auch anders machen. Ich könnte jetzt im Prinzip hier sich 1,0 schreiben oder so. Wenn ich sowas mache, dann wird das Ganze hier einfach irgendwie anders. Dann wird es eher so. Moment hier, man sieht so breit. Ne? Genau. Also man könnte natürlich jetzt auch die Verzerrung anders machen. Aber man kennt ja quasi Deutschland und weiß, dass das dann eher eben nicht der Fall ist, dass das eben hier eher so aussieht. Genau. Okay. Ja, jetzt berechne ich mir wieder diese Minimum- und Maximum-Werte und deswegen fange ich jetzt einfach an, also das ist quasi per Hand, gehe ich einfach mit einer Schleife durch die ganzen Sachen durch wieder. Das heißt, ich habe die Minimum-Postleitzahl. Am Anfang setze ich das natürlich auf die größte maximale Zahl, die es in JavaScript gibt. Das wäre jetzt Number.MaxValue. Und dann vergleiche ich eben immer, ob die nächste Zahl, die ich mir eben hole, ob die jetzt kleiner ist. Und wenn die kleiner ist als die letzte gemerkte Zahl, die am Anfang eben sehr groß ist, also maximal groß, dann verändere ich das wieder. Ne? Das heißt, hier sage ich, dass eben wenn die Postleitzahl kleiner Min-Postleitzahl ist, dann setze ich die Minimum-Postleitzahl auf die Postleitzahl. Ne? Und so hole ich mir dann eben alle Werte, ne? Das heißt die Postleitzahlen, Latitude und Longitude, die Werte hole ich mir Minimum und Maximum. Beim Maximum mache ich es natürlich andersrum. Da sage ich dann eben bei der Postleitzahl, wenn die Postleitzahl größer ist als die Maximalpostleitzahl, die am Anfang ja 0 ist, dann setze ich eben die maximale Postleitzahl auf die aktuelle Postleitzahl. Ja. Genau. Das wäre jetzt quasi der Block, der holt sich einfach mal diese Zahlen. Und wenn ich die dann, das muss ich ja eben nur einmal machen bei Setup, wenn ich das dann gemacht habe, dann kann ich eben anfangen, das Ganze zu zeichnen. Ich mache das tatsächlich hier in der Draw Loop, das heißt, und zwar deswegen, weil ich ja sowas machen will, wie dass ich da noch drüber fahren kann mit meiner Maus. Und dann kann ich dann eben an der Maus, wenn ich jetzt an einem Punkt bin, eben da noch den Namen mit einblenden. Ja, weil das ja, denke ich mal, doch eine ganz interessante Sache ist. Das ist dann so, da kann ich dann da eben so durchbrowsen und das Ganze eben erkunden dann auch. Ne. Und ja, also das mache ich dann in dem Block hier, ne, das Erkunden. Das ist einfach so. Sage jetzt nicht, ist irgendwas genau an einer Koordinate, wenn ich sage Maus X und Maus Y, genau an einem Punkt, das würde nicht gehen, weil da müsste ich quasi dann auf einem Pixel mich befinden. Und das ist natürlich so, dass man den wahrscheinlich nicht trifft. Und deswegen sage ich, da gibt es eine Funktion Dist, die sagt, wenn der Abstand, also Distanz, und zwar im quasi Distanz ist halt quasi Wurzel aus
a Quadrat plus b Quadrat, na, das ist quasi der Pythagoras. Diese Dist-Funktion, das ist wie die Map-Funktion, auch so eine Convenience-Funktion, wo ich dann eben das selber nicht programmieren muss. Ja. Und da kann ich einfach sagen, okay, Maus x und y und der Zielpunkt. Und wenn die diese Distanz kleiner als 10 ist, dann nehme ich eben den Namen und den hole ich mir eben auf Row als Row Get Place Name. Von der, also ich gehe da wieder mit einer Schleife durch und hole mir halt alle Positionen sozusagen. Und wenn der kleiner 10 ist, dann setze ich einfach diese Variable Name auf Row Get Place Name und schreibe die dann mit weiß. Ich habe diesen neuen RGB-Raum jetzt, also nicht RGB, sondern Farbraum. Ja, also 1000 ist im Prinzip bei HSB jetzt in weiß. Und da kann ich dann, also bei meinem HSB mit diesen 1000 Werten, und da kann ich dann hier einfach den Namen des Ortes dann an die Maus schreiben. Wenn nicht, wenn ich quasi weiter weg bin als 10 Pixel von irgendeinem Ort, ist der Name natürlich leer und dann erscheint natürlich auch nichts. Ja. Also das ist dann auch so, dass wenn ich dann da rausgehe, dann ist das halt einfach leer. Das macht einfach der Code hier. Ne. Das ist eigentlich, das ist halt alles. Vielleicht nochmal diese, das Dist kann ich ja nochmal kurz erklären. Also das wäre im Prinzip sowas wie, dass ich sage, ich habe hier einen Startpunkt und hier einen Zielpunkt und dann ist die Distanz eben genau das hier. Ne? Genau, so ist ja klar. Ne? Und das Ganze geht natürlich irgendwo über den Pythagoras, kann man das natürlich sich ausrechnen, dass man sagt, okay, dann brauche ich das Delta X und das Delta Y und dann kann ich das, wenn ich die zwei Werte mir ausrechnen kann, natürlich über die Wurzel aus Delta X plus Delta Y Quadrat jeweils eben mir die Distanz ausrechnen. Genau. Aber das, wie gesagt, das gibt es eben als auch so eine Convenience-Funktion Dist. Und dann fehlt jetzt eigentlich nur noch diese Zeichnen, diese Schleife, in der ich da zeichne. Also ich mache eben am Anfang immer den Namen, lösche ich dann wieder sozusagen bei jedem neuen Durchlauf von dem Draw. Ansonsten gehe ich eben über diese Anzahl Zeilen durch, hole mir immer die Zeile i, hole mir dann die Werte, also Long, Lat, eben diese Breiten und Längen, gerade hole mir auch die Postleitzahl und dann mache ich nämlich drei Mappings. Ne? Das heißt einmal die X-Position, dann nochmal die Y-Position, dann mappe ich eben dann die aktuelle, zum Beispiel den aktuellen Längengrad, der sich ja in dem Bereich Min und Max befindet, auf meinen Screenspace zwischen 0 und Width. Ja, das heißt hier einfach drüber, genau. Das heißt, wo befindet sich das? Also Längengrad ist ja im Prinzip geht natürlich, also die gehen ja so vertikal durch und dann wo bin ich da am Längengrad? Und Breitengrad ist natürlich, wie weit nördlich oder südlich ich bin. Das ist dann quasi das Y hier. Ne? Das heißt, da habe ich dann diesen Latitude-Wert, Minimum, Maximum und dann eben meinen Screen Space, also meinen Bereich wieder zwischen Height und Null. Und zwar deswegen so rum. Weil, das ist vielleicht auch interessant, weil ich das, sonst wird es nämlich auf dem Kopf stehen, weil ich nämlich normalerweise quasi nach oben hin negative Werte habe und nach unten hin positive, wenn ich das jetzt umdrehen würde, wie ich es oben auch habe, dann würde das im Prinzip andersrum darstellen, dann würde es am Kopf stehen, das Ganze. Aber das will ich natürlich nicht. Und deswegen mache ich das so. Ne? Das heißt, ich map das dann auch, das kann man ja auch machen, dass man dann Werte quasi umdreht. Ne?
und dann stimmt es auch wieder. Und dann mappe ich noch die Farbe, ne? Das heißt die Farbe auch. Call ist die Farbe, also ich habe diese HSB-Farben zwischen 0 und 1000. Und da mappe ich jetzt die Postleitzahl, die sich in dem Rahmen zwischen Min und Max Postleitzahl befindet, auf diesen Farbraum zwischen 0 und 1000. Und dann fülle ich meinen, setze ich die Füllung auf diese Farbe, und zwar HSB ist im Prinzip die Farbe. Das erste Wert ist quasi wirklich die Farbe, dann ist Sättigung und Helligkeit, mache ich natürlich maximal. Dann habe ich hier im Prinzip diese leuchtenden Farben da auch. Und dann zeichne ich da einfach eine Ellipse und mache die eben 3x3 Pixel breit. Ich könnte die auch größer machen natürlich hier so. Oder noch größer, ne? Das ist ja egal. Ja, das sieht man vielleicht ein bisschen deutlicher hier. Ne? Und ja, wie man sieht, also das ist vielleicht auch ganz schön, ist es einfach jetzt relativ wenig Code. Ne? Also das ist ja auch so, dass das relativ einfach ist und wenig Code hat. Ne? Das hat einfach immer eigentlich die ähnliche Bereiche. Ne? Das heißt, ich habe im Prinzip einen Bereich, also diese ganzen Visualisierungen, die ich da mit P5 mache im Prinzip, die sind ähnlich aufgebaut. Ich habe eine Tabelle, die lade ich einfach. Ich habe dann einen Setup-Bereich, wo ich einfach mal mir diese Min- und Maximum-Werte raus extrahiere aus dem Ganzen, aus der Tabelle. Also ich muss einmal durch die Tabelle durch und mir diese Werte holen. Und dann habe ich eben einen Bereich, wo ich das Ganze dann wirklich darstelle. Und da gibt es dann eben auch diesen Mapping. Dieses Mapping, wo ich eben die Werte in Farben oder eben in den Screen Space transformiere. Ich kann natürlich da eigentlich auch mehr machen. Ich könnte jetzt zum Beispiel ja auch schon noch sagen, okay, ich habe ja da noch sogar einige Informationen mehr. Ich könnte zum Beispiel noch diese Landkreise noch irgendwo mit visualisieren vielleicht, ne? Oder auch das Bundesland oder was ist da eben, was das hier eben auf sich hat hier, das ist ja der Wert hier, das Grün, das ist eben ja genau BB für Brandenburg, das Bundesland. Ansonsten habe ich ja eigentlich schon relativ viel verwendet, ne, von den ganzen Daten. Und das ist ja eigentlich auch so, dass das eigentlich ganz interessant ist, wenn man recht viel Daten in diese Postleitzahl, in diese Visualisierung bekommt. Ja. Und ich habe ja hier, was habe ich alles verwendet? Ja, die Postleitzahl selber, die ist als Farbe visualisiert. Dann habe ich die Längen und Breiten. Das sind eben die Positionen auf dem Screen. Und dann habe ich aber auch noch diese Namen von den Orten, die habe ich hier auch. Also das heißt, eigentlich habe ich schon die wichtigen Sachen hier visualisiert und genau den Screen Space auch maximal ausgenutzt. Was ist für ein rotes Ding hier? Das ist ja interessant. Aha. Da müsste man mal schauen, warum das hier rot ist. Aber wahrscheinlich, es könnte auch manchmal sein, das ist vielleicht das nächste, dass da irgendwelche Daten nicht korrekt sind. Ne? Dass da irgendwie vielleicht auch wirklich irgendwie Werte fehlen oder so. Ne? Das könnte auch sein. Ist das jetzt hohen Dings da oder Volumen? Ist da doch was anderes. Interessant. Hohen Ziel.
Nee, das heißt anders. Doch. Uckermark. Also sind jetzt auch keine Auffälligkeiten drin. Aber bei so Datensätzen muss ich halt schon manchmal schauen, ob die zum Beispiel irgendwie, vielleicht wenn der Wert einfach fehlt, das könnte auch sein. Also das sind so Dinge. Aber bei so einem großen Datensatz ist es vielleicht auch eher hier wichtig, nicht einzelne Dinge sich anzuschauen, sondern einfach auch die Struktur von dem Ganzen. Also ich finde ja das Interessante an der Informationsvisualisierung ist ja wirklich, dass man da eben neue Erkenntnisse bekommt. Ne? Das heißt, man möchte irgendwie die Struktur eben sich rausziehen und da eben dran erkennen können, wie zum Beispiel das Land hier beschaffen ist. Ne? Das heißt, wo gibt es dicht besiedelte Gebiete, wo gibt es weniger dicht besiedelte Gebiete. Das ist ja, finde ich, hier schon gut rauszulesen, ne? Das Ganze. Ja, das ist jetzt so eine Möglichkeit, das zu machen. Ne? Ich habe hier nochmal das mal so, damit man mal sieht, was auch in dem P5JS eigentlich machbar ist. Ich habe das Ganze dann noch als 3D-Version. Und ich mache das mal vielleicht ein bisschen größer. Das also, man kann das ja auch relativ leicht anders darstellen. Zum Beispiel in so einer 3D-Ansicht hier. Ne? Also das ist jetzt vielleicht ja eigentlich mehr Spielerei. Ne? Das heißt, ich habe hier diese Karte und die kann ich jetzt hier quasi kippen. Ne? Und könnte da quasi reinfliegen auch irgendwie. Das habe ich jetzt hier einfach nicht gemacht, aber man könnte dann quasi durch die Landschaften gehen. Man könnte auch die Höhen zum Beispiel anpassen von diesen Linien. Das habe ich hier auch gemacht. Ne? Das heißt, das ist wie so eine da nochmal eine zusätzliche Information reingebracht durch die Dicke von oder die Höhe von diesen Strichen, die sich hier drin befinden. Ich weiß nicht, ob man es da einigermaßen erkennen kann, aber man sieht, das wird auch irgendwo da irgendwo flacher. Ne? Genau. Also sowas kann man auch relativ leicht machen. Das kann ich auch mal zeigen. Da ist eigentlich auch nicht viel zu ändern an dem Code, weil also eigentlich ist ja das Gleiche, nur dass das eben jetzt drehbar gelagert ist sozusagen. Ne? Und das können das eigentlich auch ganz gut, wie man sieht, eben mit P5 machen. Ist auch einigermaßen performant das Ganze. Genau. Da machen wir uns einfach mal. Also der Code ist eigentlich ziemlich ähnlich. Man sieht auch, dass das eigentlich jetzt das gleiche ist. Color Mode. Ich habe nur ein anderes Canvas-Objekt hier bei Setup. Da kann man nämlich ein WebGL Canvas machen. Ja, normalerweise habe ich ja, das habe ich ja auch das letzte Mal schon erwähnt in dem anderen Video, ich habe ja verschiedene Arten, jetzt Grafik darzustellen im Browser. Ne? Das eine ist eben dieses Canvas-Objekt, das ist einfach nur ein Pixelraster. Ja? Und dann habe ich aber auch die Möglichkeit, ein 3D-Canvas zu machen, wo ich eben mit WebGL als Zeichentechnologie arbeiten kann. Ja. Das kann natürlich jetzt P5JS von selber auch schon ganz gut machen. Ne. Also ich mache das mal kurz weg. Ich kann das ja mal kurz zeigen. Was das bedeutet, wenn Sie das normalerweise. Sich anschauen. Gibt es verschiedene Tutorials natürlich irgendwo. Genau hier, das ist so der übliche drehende Würfel. Da müssen Sie halt auch schon mal eine Kamera einstellen und so weiter. Das wird hier noch erklärt, da müssen Sie Material machen, Licht. Das irgendwie transformieren.
Und das wäre dann quasi dieses Würfelskript. Also sie machen da so ein WebGL-Renderer, machen da verschiedene Sachen wie zum Beispiel die Rotation von diesem Würfel, der rotiert halt die ganze Zeit und müssen das rendern. Genau, das ist ja jetzt auch so eine Bibliothek hier, ne, die das auch schon eigentlich vereinfacht. Ja. Also es ist an sich noch viel komplizierter. Muss ich mal kurz schauen, ob es da noch eine andere. Ja, normalerweise habe ich diese GL-Kommandos. Ja. Also da habe ich dann GL Clear Color und genau, da sieht man es vielleicht ein bisschen besser. Genau, aber ich muss eigentlich das Ganze auch so machen, was ich gerade erzählt habe. Also ich muss quasi dann hier mal erstmal irgendwie da irgendwelche Farben reinbringen und muss die an irgendwelche Elemente hängen und so weiter. Das kann man sich ja mal anschauen. Es ist halt relativ low level, ne? Man hat dann auch irgendwelche zum Beispiel Beschreibungen von Geometrien jetzt, da wo man dann diese einzelnen Punkte, Scheitelpunkte in dieser 3D-Punktwolke quasi angeben muss. Ne? Das wäre jetzt hier im Prinzip so ein wahrscheinlich auch Würfel oder so. Ne? Genau, ich muss dann irgendwie das Ganze noch transformieren mit Translate. Mit so einer Matrix, die ich da angebe, oder Vektoren, die ich dann Vektoroperationen dann darauf ausführe. Es ist relativ, sagen wir mal, so low level und man braucht eigentlich immer irgend sowas wie, würde ich sagen, so eine Bibliothek am besten, die das macht. Ja. Also man kann sich das ja nochmal anschauen. Man kann natürlich schon auch mit WebGL selber was machen, aber normalerweise nimmt man da auch immer Bibliothek dazu, die das Ganze eben kann. Genau. Und eine gute Möglichkeit ist tatsächlich auch eben dieses P5JS. Wie man sieht, funktioniert das auch ganz gut. Ja, und was sich jetzt da geändert hat, ist eben erstmal, dass ich dann keinen normalen Canvas habe, sondern einen WebGL Canvas, also der andere Code, der war eben der. Da gibt es das Create Canvas gar nicht, es gibt nur Resize Canvas und Draw, das habe ich hier quasi zusätzlich mit rein, indem ich da jetzt eben bei Setup den 3D Canvas habe. Also hier habe ich ja nur das Resize drin, ne? Weil ich eh schon ein Canvas habe. Okay, das Ganze nochmal, ne? Das ist eigentlich der gleiche Code. Ich gehe da durch das Ganze durch, hole mir Min-Max-Werte raus. Und jetzt mache ich Folgendes. Da gibt es jetzt noch Befehle, die heißen Translate, das ist verschieben. Und da verschiebe ich im Prinzip meinen Nullpunkt auf minus 100, das heißt nach hinten. Ne? Weil ich sonst nichts sehen würde. Ne? Ich gucke quasi wie so durch so ein Fenster auf diese Welt. Und damit ich die überhaupt sehe, muss ich die nach hinten schieben. Ne? Das könnte ich ja, könnte jetzt zum Beispiel nochmal weiter nach hinten schieben. Dann wird es kleiner, ne? Sieht man? Oder ich könnte sie nach vorne schieben, dass ich sage, was weiß ich, machen wir mal auf 0, was sich da tut. Und dann ist es einfach zu groß. Da müsste es eigentlich genau reinpassen. Oder ich könnte es auch. Wenn ich es jetzt auf 100 schiebe, dann müsste es eigentlich weg sein. Das ist nämlich, ne? Was ist jetzt hier los?
mal von vorne. Ist das überhaupt das Skript hier? Vielleicht bin ich in der falschen Datei, ich habe es nämlich kopiert. Auf jeden Fall ist das die Tiefe hier, ne? Das ist genau. Und dann mache ich Folgendes hier. Ich rotiere das Ganze und zwar abhängig von meiner Mausposition. Da mache ich nämlich wieder eigentlich eine Art Mapping und da sage ich einfach, ich, wie man sieht, ne, wenn die Maus vertikal sich bewegt, dann drehe ich es eben um die X-Achse. Ja, das ist hier quasi, das ist so, dass die Achse, ist natürlich die X-Achse, ist die horizontale Achse und das ist meine Drehachse. Ja, wenn ich jetzt quasi vertikal hier die Maus bewege, dann drehe ich um die X-Achse. Wenn ich jetzt andersrum, wenn ich jetzt quasi die Maus horizontal bewege, dann drehe ich es um die Y-Achse, das ist die vertikale Achse, als Drehachse. Genau. Und das mache ich dann einfach so, da gibt es einfach Rotate X und Y, es gibt natürlich Rotate Z auch noch. Genau. Dann machen wir mal zum Beispiel diese Box weg, da können wir ja gleich mal sehen, ob das wirklich die Datei ist. Das ist die Box weg, ja, dann hat schon gepasst. Ne? Das sind nur die Unterschiede, die sind da relativ gering, denke ich mal, von dem, was man da hier sieht, von der Translation. Genau, ich habe hier Translate auch in zwei Ausprägungen, einmal quasi mit drei Werten und dann hier auch mit zwei. Ne? Das heißt, in zwei, da ändert sich natürlich nur der X und Y und nicht der Z-Wert. Und bei Rotate, wie gesagt, drehe ich. Ne? Und diese Kombination aus Translate und Rotate kann mir eigentlich erlauben, irgendwo an einem gewissen Punkt im Prinzip so eine Art virtuellen Cursor hinzusetzen und was ich da mache, sozusagen, wie zum Beispiel irgendwas zeichnen, das wird an dem Punkt an 0,0 gezeichnet. Ich verschiebe quasi mein Koordinatensystem. Das ist ein bisschen anders wie diese, wenn wir jetzt, was wir ja gemacht haben, dass wir Pixel zeichnen in so einem Raster, da gebe ich einfach den Punkt an von dem Pixel, meinetwegen Startpunkt von der Linie und einen Endpunkt. Und bei diesem Translate und Rotate ist es nochmal ein bisschen anders. Da verschiebe ich quasi den Koordinatenursprung an einen Ort. Oder ich transformiere meine ganze Welt sozusagen. Ich kann mit Translate eben meinen Ursprung verschieben und mit Rotate kann ich quasi das Koordinatensystem selber rotieren. Es gibt auch noch Scale, dann könnte ich es quasi auch skalieren oder so. Genau, und das ist eigentlich so diese Philosophie auch hinter diesen 3D-Transformationen. Da möchte ich jetzt aber auch nicht zu tief drauf einsteigen, weil es geht ja vor allem um die Visualisierung und jetzt Computergrafik im 3D-Bereich, das ist natürlich noch ein anderes Thema, das wir jetzt hier nicht total vertiefend behandeln wollen natürlich, aber man sieht, dass man doch relativ schnell zu guten Ergebnissen kommt, denke ich. Also wie gesagt, es gibt diese Rotate-Funktionen, Rotate X, Y und auch Z und Translate. Genau, die Box, die mache ich eben, die habe ich da nur reingezeichnet, damit man sieht, wo mein Ursprung eigentlich jetzt ist. Das heißt, der ist hier. Und dann gehe ich zum Eck. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt die Box hier zeichne, dann ist sie weg. Ja. Ne, dann hier, ne, das ist hier oben im Eck, sieht man, da ist dieser rote gelbe Punkt. Dahin verschiebe ich quasi nochmal, um dann wirklich wie vorher bei den in dem Bitmap-Raster auch wirklich jetzt von dem neuen Koordinatenursprung, wo jetzt diese gelbe Box ist,
zu zeichnen. Ne? Das heißt, von da aus geht es jetzt quasi los. Ne? Also das heißt, ich gehe dann eben hier ans Eck und dann hole ich mir wieder meine Werte, map die dann, ne? Und zwar auch wieder in Width und Height, wie gehabt eigentlich. Gleicher Code. Und jetzt kommt noch mal was Neues, und zwar gibt es hier Push und Pop. Und zwar ist es folgendermaßen, diese Transformationen, die ich mache, die bauen aufeinander auf. Ne? Wenn ich zweimal verschiebe, dann im Prinzip sind das zwei Operationen, die wie auf so einem Stapel quasi ablaufen. Ne? Sie kennen ja einen Stapel, das ist so im Prinzip eine Datenstruktur, die ist im Prinzip ein Stack. Ich habe im Prinzip Dinge, die ich auf dem Stapel lege. Ja, kann ich drauflegen. Also wie jetzt Teller auf dem Stapel. Und das obere Ding, das ist zum Beispiel hier, das wäre das Top-Element von dem Stapel. Auch wieder an das Thema Algorithmen, Datenstrukturen, Stack. Ja, das heißt, bei einem Stack habe ich so Operationen wie Push. Da kann ich was drauflegen, Pop kann ich wieder was runternehmen und Top ist quasi immer das erste Element. Und das ist so, dass ich zum Beispiel diese einzelnen Transformationen aufeinander legen kann und dann wieder rückgängig machen kann. Ich kann dann mit Push tue ich eine dazu und mit Pop mache ich die wieder rückgängig. Also mit Push lege ich quasi die aktuelle Transformation auf den Stapel und mit Pop ist quasi Undo. Ne? Also, und das muss ich nämlich hier auch machen, wenn ich sage, ich verschiebe was, ne? Das heißt, ich mache Push, ich skaliere das jetzt meinetwegen und dann verschiebe ich das an den Punkt. Ne? Wenn ich jetzt hier zum Beispiel ein Element zeichne und das eben mit Translate dahin schiebe, den Ursprung, wenn ich das jetzt nochmal machen würde, dann wird es quasi wird man es nochmal hinschieben. Ne? Das heißt, dann wird es die ganze Zeit irgendwo, würden sich diese Transformationen, diese Verschiebungen aufaddieren und dann würde ich gar nichts mehr sehen. Ne? Das kann ich ja mal vielleicht echt mal machen, indem ich das Pop einfach wegnehme und auch das Push, brauchen wir dann auch nicht. Und da müsste jetzt eigentlich jetzt nichts zu sehen sein. Ne? Das sieht man, sieht man einen Punkt, und sonst eigentlich nichts. Das sieht man so verteilt Punkte, weil er die immer weiter verschiebt. Das sieht man vielleicht ganz dunkel, dass da so eine Art Linie entsteht. Moment, hier machen wir die mal größer, diese Skalierung, dann sieht man es vielleicht besser. Das sieht man eigentlich jetzt gar nichts. Der Scaler sieht man dann nur weniger, weil er da ja quasi alles skaliert. Ich könnte mal einfach größere Boxen zeichnen, ne? Das könnte man machen. Und vielleicht die Skalierung auch wirklich kleiner machen. Dann sieht man, was da passiert. Ja, jetzt sieht man es. Ja. Das heißt, hier habe ich irgendwas Komisches. Ja. Weil er die immer aufaddiert, die Translationen. Und das ist natürlich nicht das, was ich will. Das heißt, ich verändere einmal mein Koordinatensystem, mache das danach aber wieder rückgängig und beim nächsten Schleifendurchlauf ist das dann wieder der Ursprung wieder oben am Eck, ne, da wo die gelbe Box jetzt ist. Ansonsten ist das eigentlich, kann man ja dann eben schon so ähnlich zeichnen, auch wie jetzt in einem 2D-Raum. Ich muss eben mit Pop die Sachen einfach wieder rückgängig machen. Genau. Und die Skalierung von meiner Box, das ist auch interessant, weil das, was hier als jetzt als so Stangen erscheint, das ist im Prinzip eine skalierte Box. Hier die skaliere ich eben X-Skalierung 1, Y-Skalierung auch 1, also die bleibt dann so. Aber die Z-Achse ist eben ein Wert, den ich mir aus den Postleitzahlen auch wieder rausziehe. Und zwar
zwischen 1 und 20. Ich kann das natürlich auch größer skalieren. Ich könnte jetzt hier 60 machen, das Ganze noch viel größer machen. Und dann sieht man auch, das wirkt dann natürlich noch quasi stacheliger irgendwo. Ne? Genau. Kann es natürlich auch geringer machen, dann sieht man es vielleicht ein bisschen flacher. Ja. Genau, hier sieht man es jetzt. Genau, und das war im Prinzip schon die Sache. Die Box, die mache ich mal da wieder in die Mitte. Genau. Und natürlich kann man alles Mögliche an Sachen mit 3D machen. Also vielleicht, das war jetzt einfach mal, was ich hier zeigen wollte, ist eben jetzt auch dieses Mapping. Und natürlich, man kann das in einem 2D- und einem 3D-Raum machen. Ich habe hier auch noch eine andere kleine Datei, die kann ich auch noch zeigen. Jetzt, die hat jetzt keine Visualisierung von Daten in dem Sinn, sondern da wollte ich einfach mal zeigen, was man jetzt so auch als Visualisierungsmetapher einfach nehmen kann. Und zwar, und da ist es auch nochmal vielleicht schöner, dann nochmal mit diesem Push und Pop zu sehen. Und zwar einfach mal so ein, hier so eine Art Sonnensystem. Ne? Das ist ja auch, das gibt es ja tatsächlich auch verschiedene Visualisierungen, die das Ganze als Metapher auch tatsächlich haben. Ich habe jetzt hier einfach mal so ein rotierendes Sonnensystem mal. Also das ist natürlich nicht das echte Sonnensystem, ist ja klar. Aber man könnte ja im Prinzip irgendwie Daten auch irgendwie so darstellen, dass ich sage, ich habe eine Anzahl von Planeten, die sich wo rumdrehen. Da gibt es vielleicht eine Geschwindigkeit, da habe ich halt verschiedene Arten, Daten zu mappen. Ja, das heißt, wie gesagt, Anzahl der Kreise, Größe der Planeten, Anzahl der, diese Planeten haben nämlich hier noch Monde. Ne? Das heißt, da könnte man sagen, wie viele Monde hat das Ganze. Ne? Das wäre vielleicht auch eine Visualisierung von irgendeinem bestimmten Wert, dass ich sage, bei 3, was weiß ich, Einwohnern pro Haushalt oder so, wenn ich irgend so eine Visualisierungsmetapher hätte, ne, dann könnte man sagen, da machen wir so und so viele Monde dann da rein oder so. Das wäre auch kein Thema, das zu machen. Ne? Genau. Das kann ich ja einfach mal kurz auch zeigen, wie das funktioniert. Also wie gesagt, da ist wieder diese Index-HTML-Datei. Funktioniert natürlich auch mit diesem WebGL. Und ja, also ein Canvas-Objekt, WebGL. Ich kann auch den Mode der Angle, also das heißt der Winkel auf Grad umstellen, weil sonst hätte ich ja Radianten, was natürlich an sich vielleicht ungewohnt ist und auch jetzt für solche Dinge vielleicht auch gar nicht so einfach. Das heißt, ich stelle auf meinen gewohnten Grad um, habe da vielleicht so ein Licht auch, das kann ich vielleicht da, kann das ausschalten, macht er denn da? Das ist eigentlich in dem Fall jetzt gar kein, keine Auswirkungen, weil es ist immer Standardlicht an sozusagen. Ne? Genau. Und dann mache ich wieder Folgendes, also ich verschiebe jetzt meinen Koordinatenursprung auf die Mitte, breite Höhe. Ja. Nee, Moment. 0, 0 ist immer die Mitte. Ne? Das ist immer quasi, man geht, der Koordinatenursprung liegt eigentlich nicht im Eck, sondern der liegt eh immer in der Mitte am Anfang. Aber die Tiefe, ne? Die Tiefe, die verändere ich jetzt und zwar abhängig von meiner Maus. X-Position. Aber wenn ich jetzt hier sage, wenn ich hier reingehe, dann ist die Maus quasi am
Rand, dann ist ich, bin ich maximal rausgezoomt und wenn ich dann hier reingehe, zoome ich hinein. Das ist im Prinzip das, was ich hier, den Z-Wert mache ich dann abhängig von der Maus mit irgendwelchen Feintuning-Zahlen, die ich da noch mit reinmache. Dann habe ich eine Rotation. Da rotiere ich dann quasi um die Maus Y. Und zwar von einmal in der Mitte bin ich quasi um 90 Grad gekippt und dann geht es wieder um 90 Grad weiter. Also dass ich im Prinzip einen Bereich abdecken kann von 180 Grad. Und das mache ich dann eben mit dieser Rotate Y, die ich dann mit quasi mir das Verhältnis ausrechne, wo ist die Maus am Screen, ne? Oder in der Hälfte, ne, sozusagen, wo ist die in der Hälfte, und dann multipliziere ich das mit 90, genau. Und wenn ich das mache als erstes, na, dann mache ich dann danach keinen Push und keinen Pop, dann gilt das quasi für die alle weiteren Transformationen eben auch, ne? Das ist nämlich das Interessante dran, dass das quasi jetzt da drinnen bleibt. Und dann gilt es eben für die weiteren Dinge auch. Genau, und da geht es dann eben los. Ich mache quasi diese Variable Angle, die ist im Prinzip der Motor. Na, den könnte ich ja jetzt quasi auch langsamer machen. Ist vielleicht auch schön. Dann drehen sich die eben langsamer. Kann man vielleicht auch ein bisschen schöner verfolgen. Da sieht man auch schon die einzelnen Monde vielleicht auch, ne? Also ob man es einigermaßen erkennen kann, die sich dadurch drauf befinden. Genau, da mache ich im Prinzip erstmal die Sonne in die Mitte rein. Und dann habe ich hier einfach eine Funktion, die mir die einzelnen Planetenbahnen zeichnet. Ich habe das dann, weil ja die immer alle gleich aufgebaut sind, nämlich im Prinzip, ich habe das jetzt hier parametrisiert. Ich könnte jetzt sagen, ich habe jetzt 8. Ich könnte natürlich auch 5 machen nur. Das heißt, hier habe ich dann weniger. Ja. Ich könnte auch mehr machen. Ne? Ich könnte jetzt 20 machen zum Beispiel. Oder noch mehr. Ne? So. Genau. Das heißt, da an diesen Parametern, wenn ich jetzt da Richtung Datenvisualisierung denkt, da kann ich natürlich jetzt sagen, ich map jetzt irgendeine visuelle Variable auf diese Anzahl der Planeten, die da kreisen. 8 hat man. Genau. Okay, dann geht's weiter. Ne? Das heißt, diese Funktion, die ich hier habe, zum Zeichnen, die bekommt jetzt mit eine Nummer, dann irgendwie irgendwelche konstanten Werte, die ich dann auch verändern kann. Ich könnte ja auch sogar individuell machen. Und macht die jetzt rot. Ne? Das heißt hier, das ist einfach eine Farbe, die ich da reingebe. Die Distanz ist einfach der Abstand. Größe des Planeten ist jetzt 10. Ne? Das sind, die kann man auch hier kleiner machen. Da könnte ich jetzt hier einfach rumspielen. Man könnte jetzt auch sagen, die wären nur 5. Wenn die kleiner, vielleicht auch ganz schön. Und dann habe ich hier
noch andere Parameter. Das ist einfach die Breite der Bahn. Die kann ich natürlich auch ändern. Und dann habe ich hier noch das Zeichnen. Ich zeichne im Prinzip diese so und so viel Planetenbahnen, also wie NAM. Ändere quasi den Motor, ne? Das heißt, der ändert sich dann eben der Winkel nochmal. Und habe jetzt einen Abstand zu meinem Planeten und zeichne da dann auch eine Bahn. Das heißt, hier mache ich Folgendes. Ich rotiere jetzt erstmal in diese Achse rein. Also das ist, wenn ich das hier wegmache, dann passiert eben das. Ne? Also dann rotiert er dann da oben. Ne? Das heißt, ich muss natürlich auch lustig irgendwo, aber ich muss quasi erstmal mich reindrehen, sonst, das ist gar nicht so einfach, sonst bin ich nicht auf der Bahn. Ne? Dann mache ich das weiß und dann zeichne ich einen Torus. Ne? Also Torus ist quasi ein, man könnte eigentlich ein Rohr sagen, ein flaches Rohr. Ne? Also genau, der ist halt nur, das ist total flach, 2. Ne? Ich könnte es jetzt auch mal 40 machen zum Beispiel, dann sieht man auch, was das ausmacht, so ein Torus. Das ist hier, nicht Rohr, das ist ein Donut, kann man sagen, ne? Wie so ein Donut. Könnte man natürlich auch wirklich dicker machen, wie ein Donut. Ne? Ich mache jetzt mal nur 20. Dann sieht man auch, ne? Also man sieht schon auch, dass es hier so eine Art Donut ist. Ne? Das könnte man natürlich auch so lassen. Aber ich fand es eigentlich gar nicht schlecht, dass man sagt, der ist jetzt so flach. Das hier, was ist das? 32 mal i, das ist, sind glaube ich die Segmente. Wenn ich jetzt mal 4 mal i mache, dann sieht man auch, dann, dass das so eckiger wird. Ne? Da sieht man, dass das kantiger wird. Und der erste hat eben dann nur 4 Ecken. Das ist einfach mal die Nummer, also die Anzahl der Polygone sozusagen, der Vieleckigkeit von dem Donut. Ja? Und das, je feiner die Werte sind, desto weniger sehe ich da irgendwas an Ecken. Genau. Da zeichne ich quasi einmal so eine Bahn. Und dann mache ich das mit Push und Pop eben rückgängig. Das könnte man sich eigentlich auch sparen. Aber ich möchte im Prinzip das immer wieder von vorne eben machen. Ne? Ja, mit dem Rotate wäre das jetzt so, das könnte man eigentlich ja nur einmal machen. Ne? Vielleicht hätte man das auch eigentlich sparen können. Nee, weil ich dann noch weiter zeichne. Ne? Und das ist jetzt eigentlich dann das Interessante an dem Ganzen. Ich zeichne jetzt den Himmelskörper. Ne? Das heißt, der dreht sich irgendwie auch. Ne? Auf der Stelle, das sehe ich eigentlich nicht. Aber jetzt kommt es, ich zeichne jetzt die Monde, das heißt, ich schiebe jetzt den Abstand, da schiebe ich das Ding raus. Ja, das wird rotiert und rausgeschoben. Ich könnte das einmal verändern, dann sieht man, dass ich, was sich da ändert. Moment. Ja, dann schiebt es diese Planeten raus, sieht man, die sind dann quasi außerhalb von den anderen Kreisen. Ja. Das heißt, ich rotiere ja, und dann verschiebe ich. Das heißt, es ergibt sich so eine Drehung um einen gewissen Punkt. Ja, das ist eigentlich das, was ich jetzt hier tut. Genau. Die Farbe, dann zeichne ich den Himmelskörper selber. Und dann
sage ich, ist es ein Planet oder ein Mond? Ja. Weil nämlich, wenn es ein Planet ist, dann hat er Monde und dann mache ich nämlich Folgendes, ich rufe einfach diese Funktion, die ruft sich quasi rekursiv selber auf. Das ist eigentlich das, was ich hier machen kann. Ja. Das heißt, die ruft sich selber nochmal auf, macht aber quasi aus dem Planet einen Mond, weil dann dieses Not is Planet, das ist dann quasi eben, wenn es als Planet True ist, dann ist es False. Und dann zeichne ich das Ganze nochmal. Und zwar, nachdem ja das mit Translate und Rotate an der Position ist, wird genau das Gleiche in klein nochmal passieren, quasi an der anderen Position. Ja. Das heißt, ich habe hier auch nochmal diese Distanz. Dann, das kann ich natürlich auch vergrößern. Ne. Und zeichne drei Monde. Ne. Das kann ich ja noch, kann ich noch mehr machen. Ich könnte das jetzt auch nochmal verändern. Jetzt sind die Größe, es sieht eigentlich ganz schön aus so. Ich könnte sogar durch 1,5 machen wir es mal noch. Größer, Moment. Jetzt hier, das sieht man, dann überlappen die natürlich, das ist ein bisschen gefährlich. Aber es wird auch gehen. Ne? Weil da gibt es ja natürlich keine echte Kollision, das ist ja auch klar. Genau, das heißt, ruft sich rekursiv auf. Ich kann auch mehr Planeten machen. Ne? Ich könnte jetzt hier statt, das ist ja diese NAM, also das ist ja das, was dann in Schleife nochmal gemacht wird. Ich könnte jetzt statt 3, 8 machen, ne? Zum Beispiel. Und dann. Ne, das ist die Dicke. Moment, Entschuldigung, falsche Parameter, ist auch interessant. Da muss ich das ändern. Ich könnte jetzt hier 8 reinschreiben und habe hier dann 8 Planeten oder 8 Monde, meine ich. Aber das ist natürlich jetzt auch so, wie es war, war es eigentlich ganz hübsch. Aber wie gesagt, ich könnte natürlich diese Werte, deswegen zeige ich das jetzt auch hier bei Informationsvisualisierung auch nehmen, um das Ganze eben jetzt als 3D-Visualisierung von irgendwelchen Daten zu nehmen. Weil die Werte kann ich ja individuell, wie man gesehen hat, beeinflussen. Das Ganze ist natürlich hier, hat jetzt verschiedene Dinge. Was man hier eben sehr schön sieht, ist eben diese Auswirkungen von dem Transformieren des Koordinatensystems, weil ich ja das dann rekursiv nochmal an der Position ausführe und dann plötzlich auch jetzt das ganze Sonnensystem in klein sozusagen als Mondsystem nochmal eben gezeichnet wird. Ja. Man könnte es ja dann nochmal machen. Ja. Man könnte sowas, zum Beispiel so eine Visualisierung, das gibt es ja auch, denke ich, als Visualisierungsmetapher, dass ich jetzt nicht nur Sonnensystem und Mondsystem habe, sondern ich könnte so Submondsysteme machen oder sowas. Man könnte es quasi rekursiv in eine Tiefe visualisieren und hätte dann eigentlich eine Graphenvisualisierung auch, eine Baumstruktur eigentlich. Ja. Das ist ja jetzt hier auch schon eine Baumstruktur, die da irgendwo quasi zugrunde liegt. Ne? Also weil ich ja im Prinzip die Wurzel wäre die Sonne und ich habe dann verschiedene Planeten als Kinder und die Planeten haben dann wieder Monde als Kinder und die könnten ja auch wieder Submonde oder so haben. Ne? Das wäre durchaus möglich. Ne? Da werden wir mal schaut, da gibt es sicherlich auch verschiedene, es gibt natürlich logischerweise natürlich den Weltraum, den man visualisieren kann. Es gibt aber auch eben, ja gut, ist jetzt vielleicht hier nicht günstig, das Ganze eben zu suchen, weil das Ganze ja natürlich, man findet vor allem eben tatsächliche Weltraumvisualisierungen in der Art. Aber
Man kann natürlich auch andere Sachen damit visualisieren. Ich schaue mal kurz, da müsste man schon irgendwas hier zum Beispiel hier, so das Data Visualization. Da haben wir das dann, dass ich einfach, okay, das sind jetzt einfach auch wirklich, bezieht sich jetzt auch wieder auf den Weltraum. Das hier jetzt eher nicht. Ne? Das ist aber auch mehr so eine Graphenvisualisierung. Man könnte aber das ja auch im Prinzip als ja, unterschiedlich große Planeten sozusagen, als die drücken halt irgendwas aus. Ne? Das ist ja kein Problem. Sowas kann man ja sich, denke ich, gut vorstellen, dass man eben von Daten zu so einer Visualisierung kommt von einem Sonnensystem. Ne? Ja, da haben wir das nochmal mit den Location Data, das wir vorher vorgestellt haben. Dass wir einfach sowas nehmen. Und dann, ja genau, hier sieht man es schon eher. Ne? Das heißt, diese Metapher gibt es natürlich schon auch. Ist natürlich jetzt auch kein Solar System Metapher. Ist jetzt irgendwie nicht so richtig schön hier, ne? Weil das jetzt aus irgendeiner, das sieht man auch, gibt es natürlich genug Bücher über solche Themen. Da haben wir das auch. Ne? Solar System Metapher, da gibt es auch, denke ich, genug Quellen, wo man das Ganze eben dann schauen kann. Hier auch wieder, wo eben jetzt das dazu genommen wird, um irgendwelche Daten zu visualisieren. Sieht man jetzt halt leider nicht schön in diesen Screenshots. Hier auch. Ne? Das ist im Prinzip hier sind irgendwie keine Planeten in dem Fall. Ne? Genau. Also das heißt, man kann sowas auch hernehmen, um jetzt eben einfach ganz gut eben verschiedene Variablen zu nehmen und die eben da irgendwelche Daten drauf zu mappen. Und diese Variablen sind halt dann eben visuelle Variablen, die eben irgendwas ausdrücken, wie zum Beispiel auch Anzahl von irgendwelchen Objekten oder so oder Positionen. Okay, gut, dann wäre ich jetzt hier auch schon wieder am Ende mit der kleinen Einführung jetzt in Mapping und Koordinatenmapping von Geokoordinaten und dann auch noch so ein Ausflug in die 3D-Welt mit P5JS und beende jetzt hiermit diese Aufnahme auch, genau.